Hallo liebe Vorfreunde, ich bin hier im Radiomuseum in Vechta in der Geschwister-Scholl-Oberschule und bei mir ist Nils Vormohr, der das Radiomuseum gegründet hat. Ja, man sieht hier alle möglichen Geräte. Herr Vormohr, was ist denn Ihr Lieblingsstück hier im Raum? Das Lieblingsstück ist natürlich der Stadionverstärker hier aus den 50er Jahren. 1955 wurde er gebaut von Philips und es existieren in Deutschland nur zwei dieser Verstärker, die noch bekannt sind. Und zwar, die stehen beide hier im Radiomuseum Vechta. Einen davon haben wir hier. Wird mit Drehstrom betrieben, hat 1000 Watt Sinus-Ausgangsleistung. Das wären umgerechnet in Transistorleistung an die 6 kW. Und dieses Gerät stand in der Schiffsbegrüßungsanlage Willkommen Höft in Hamburg. Und steht nun nach Abbau, steht es hier, wurde von uns restauriert, von unserem Verein. Also wir machen das gemeinsam. Und wenn man den an Boxen anschließt, dann fliegen einem die Ohren weg, kann ich Ihnen nur sagen. Also man kann aber auch damit leise hören, das muss man so dazu sagen. Und das macht das Gerät so besonders. Wie viele Geräte haben Sie insgesamt? Insgesamt sind hier 240 Geräte hier. Und insgesamt habe ich 600 Radiogeräte, die alle funktionieren. Das erste Radio, was ich hatte, war das Löwe Opta Röhrenradio. Das habe ich mit 7, 8 Jahren bekommen. Das stand auf dem Boden bei meinen Eltern. Es hat dann einen lauten Puff gegeben. Da war ich dann 13, also es hat ein paar Jahre durchgehalten. Und dann wurde es von meinen Eltern entsorgt. Und dann war ich sehr unglücklich darüber. Und dann habe ich eine Anzeige in der OV geschaltet, suche Röhrenradios. Und da hat sich dann jemand gemeldet, der genau das gleiche Röhrenradio hat. Da war ich dann sehr glücklich und das war dann dieses Röhrenradio. Das habe ich dann dem Herrn für 1 Mark abgekauft. Wer wollte 1 Mark dafür haben, da hat er es nämlich nicht verschenkt. Das ist das Radio. Ja, ihr habt gesehen, hier steht sehr, sehr viel auf sehr engem Raum. Deshalb hat Nils Vormohr auch große Pläne mit seinem Radiomuseum. Und wie genau die aussehen, erfahrt ihr zeitnah in der Printausgabe der UV.